Наверное, вы уже догадались, что мы в Швейцарии, в городе Люцерне. Здравствуйте! Это программа «Планета собак». Herzlich willkommen zu Freizeit TV. Wir sind im Sörenberg, genauer gesagt im Moraklum, beim grössten Moorerlebnispark der Alpen. Hi Karin. Hi Nikolas. Du hast mir mitgeholfen bei der Entstehung des Moraklum. Also viel Spiel und auch Spass ist da entstanden. Sehr viel. Das Moraklum soll die Vielfalt und den Reichtum unserer Moorlandschaft aufzeigen. Hat mir viel Spass gemacht heute, dass ich mit meinen Experten da ein bisschen unterwegs war. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, sehr! Spannend war auch, zu sehen, wie vielseitig überhaupt so ein Moor ist. Ja, das ist das Ziel des Moraklum, das Kind auf spielerische Art lernen, mit dem umzugehen. Viele verschiedene Wildpflanzen und Kräuter hat man heute auf dem Dorfplatz von Escholzmatt sehen, schmecken, probieren und kaufen. Sie alle tragen zu einer grossen Artenvielfalt im Entlebuch bei. Wie der OK-Präsident Franz Duss sagt, hat man mit dem Markt unter anderem den Besuchern die Vielfalt näher bringen. Und die vielen verschiedenen Pflanzen wirken sich positiv auf die Tierwelt aus. Wichtig ist zum Beispiel, dass Schmetterlinge zu jeder Zeit auch ihre Nahrung irgendwann holen kann. Und so kann sie sich dann wieder weiter ausdehnen. Und ein Schmetterling ist zum Beispiel sehr wichtig für die Artenvielfalt. Dass wir schon bald eine Invasion von Außerirdischen haben im luzernischen Entlebuch. Das UNESCO-Biosphärenreservat. Das macht nämlich neue Werbung im All. Und das mit Hilfe von einem Funksignal, das der Werbeclip inklusive Alphornbläser ins Weltall rausschickt. Wir sind auf unserer schönen Reise durch den Kanton Luzern im Entlebuch angekommen. Und die Entlebucher, die haben ganz eine spezielle Idee, wie sie auf ihr Biosphärenreservat aufmerksam machen wollen. Sie beschränken sich nämlich dabei nicht nur auf die irdischen Besucher. Denn Entlebuch ist die erste offizielle UNESCO-Biosphäre der Schweiz. Das garantiert Nachhaltigkeit und schützt die Natur des Tals für die nächsten 50, 500, 500.000 Jahre. Das ist doch einmal eine unkonventionelle Art, zum Besucher hier ins Entlebuch zu locken. Ob das einfach ganz normaler Nebel ist oder vielleicht doch etwas Mysteriöses, das verratet uns der Direktor der Biosphäre, der Theo Schneider, direkt auf dem Gipfel oben. Theo Schneider, das mysteriöse Wieso, wir hier um uns herum haben. Hat das etwas mit diesen Aliens zu tun? Nein, das hat nichts mit den Außerirdischen zu tun. Die erwarten wir grössenordentlich in 11 Jahren bei uns. In den Bergen kann man im Sommer nicht nur wandern oder biken. Auf dem Marbach E kann man auf ganz spezielle Art den Berg durchsausen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Top-Ausflug. Wie 4米长，外观形似长号的乐器到底叫什么名字呢？为何能够吹出如此婉转而又低沉的旋律呢？相信大家一定很好奇。
Владельцы Энтлебухеров назначили мне встречу у потрясающего сооружения. Сегодня мы встретимся с самыми маленькими швейцарскими овчарками. Гутен так. Здравствуйте! Привет! Привет! И в конце концов придем к абсолютному пониманию друг друга. Я правильно перевел? Правильно!